Pokémon Omega Rubin. Ja, und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich freue mich schon unheimlich auf dieses Spiel. Endlich ist es rausgekommen. Naja, ich hatte es schon einen Tag vor Release, weil irgendwie Sartor schon einen Tag früher verkauft hat. Aber trotzdem nehme ich erst heute auf. Und oh, ich kann es kaum erwarten. Ich drücke jetzt einfach mal Start. Oh, ich freue mich schon so. Na, was wird als nächstes passieren? Okay. Das finde ich aber extremst geil. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Ja, aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Das nennen wir ein Pokémon. Oh, wie geil! Boah, Nostalgasm. Ach, das ist ja übel geil gemacht. Auf dieser Welt leben viele dieser Wesen, die wir Pokémon nennen. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde, die zusammen spielen und einander helfen. Manchmal schließen wir uns auch Kämpfe mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen Gleichgesinnte aus. Doch obwohl wir ihnen so nahe stehen, wissen wir nicht alles über Pokémon. Pokémon, was bergen noch viele, viele Geheimnisse. Diese Geheimnisse versuche ich mit meiner Forschung zu lüften. So viel zu mir. Ja. Oh. Der Anfang ist schon mal mega geil, auch wenn ich ein bisschen dumm zum Lesen bin. Und wer bist du? Ja, wer bin ich denn? Ich bin zu dumm zu lesen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, wir sind natürlich ein Mädchen. Verrätst du mir auch deinen Namen? Ja, ich habe auch einen Namen. Oh, es ist so geil. Ich freue mich gerade so übelst heftig. Ah, warte mal, kann ich irgendwie auch Kleinbuchstaben? Ach so? Nee. Doch. Moment. Yumi. Ich kann natürlich auch... Kann ich hier... Nee, geht nicht, ja. So ein kleines E mit einem... Doch, das geht. Yumi. Eigentlich bin ich ja aufs E betont und diesmal achte ich da sogar drauf. Yumi. Ja. Oh, du heißt also Yumi. Ja. Oh, so nice. Aha, jetzt erinnere ich mich. Du bist die Yumi, die in meinem Heimatort Wurzelheim ziehen wird. Ja, die bin ich. Oh. Also gut, bist du bereit? Dein Abenteuer kann nun beginnen. Hab Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Wir werden uns sicher bald wiedersehen. Komm, mich einfach im Labor besuchen oder so. Oh, ich kann gar nicht so schnell vorlesen. Ah, freut euch auch schon so? Tut mir leid, ich halbe es gerade. Oh, das ist so toll, das Licht. Die Kiste ist... Oh, die Sounds. Hört ihr das? Oh, das ist noch so voll... Ich freue mich gerade so sehr. Kann ich auch schon rennen? Ja, ich kann sogar schon rennen und gegen Kisten laufen. Das ist eine Azurill-Puppe. Ihr Geruch weckt alte Erinnerungen. Okay. Oh. Auf in die Welt der Pokémon. Oh, wie schön das aussieht. Was ist das? Ist das Latias? Beziehungsweise Latios? Ich weiß gerade nicht, welches das blaue ist. Oh, voll schön. Tut mir leid, ich bin gerade total hin und weg. Yumi, da bist du ja, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Aber jetzt bist du ja endlich da. Willkommen im Wurzelheim, unserem neuen Zuhause. Na, wie gefällt es dir? Ich finde dieses Dorf richtig idyllisch. Hier kann man bestimmt wunderbar leben, findest du nicht auch? Und du bekommst natürlich ein eigenes Zimmer, Yumi. Also komm, lass uns hineingehen. Oh yeah! Oh, Hype. Oh, das sind die ganzen Maschoks, die alles einräumen. Na, was sagst du, Yumi? Drin ist es ganz gemütlich, oder? Na? Und die Pokémon der Umzugsfirma übernehmen für uns das Einräumen und das Saubermachen. Das ist sowas von praktisch. Macho, oh, mein. Vielen Dank für alles, gute Arbeit. Irgendwie sieht das Macho mal komisch aus. Mai. Macho, mein.
Schau dir doch mal dein Zimmer oben im ersten Stock an. Fadi hat dir als kleines Umzugsgeschenk eine neue Uhr gekauft. Stell sie bitte richtig ein, Yumi. Wieso musst du sie einstellen? Ich habe doch eine Systemeinstellung in meiner Uhrzeit. Oh, sieht voll schön aus. Es läuft gerade ein Film. Ein Erwachsener und ein Kind tanzen auf riesengroßen Klaviertasten. Aber es wird Zeit zum Aufbrechen. Wohin? In mein Zimmer? Was ist das? Kann ich mich leider nicht angucken. Oh, und eine Wii U. Allerdings habe ich eine schwarze Wii U. Da steht eine Wii U-Konsole. Das Gamepad hat einen eigenen Bildschirm. Ja, das ist schön. Oh, eine Labras-Puppe. Was ist eine Labras-Puppe? Und ein großer Fernseher. Oh, voll schick. Da läuft eine Sendung, die Fadi gefallen würde. Aber es wird Zeit aufzubrechen. Ja, ich habe das Gefühl, irgendjemand möchte mich dazu drängen, aufzubrechen. Okay, wir gucken uns mal die Uhr an. Die Uhr ist stehen geblieben. Du ziehst sie neu auf und stellst sie wieder richtig ein. Ja, ich habe mich schon gewundert, weil ich denke mal, ich gehe mal stark davon aus, dass meine Systemzeit genommen wird einfach. Die Uhr ist jetzt auf, ja, ich nehme 16.33 Uhr auf. Ich gebe es offen zu, wobei auf meinem PC ist es gerade 16.34 Uhr. Egal. Yumi, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Wie ich sehe, ist alles wunderbar aufgeräumt. Ja, nicht so wie mein echtes Zimmer. Egal. Sehr schön. Unten ist auch schon alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind wirklich praktisch. Ja, das sagtest du bereits, Mama. Oh ja, ach ja. Ich schau mal nach, ob auch dein Schreibtisch... Ach so, ja, mein Schreibtisch soll ich auch noch angucken. Oh, das ist ein Geschenk. Ich will das Geschenk. Kann ich das haben? Nein. Das ist ein Buch. Yumi blättert durch das Notizbuch. Tipp 1 für Abenteurer. Öffne das Menü mit dem X-Knopf. Alter, ich bin schon übelster eingefleischte Pokémon-Gamer hier. Ich verstehe das vor. Wie schön eckig das ist. Das ist so voll auf Retro gemacht. Das ist die Karte der Region. Ja, genau. Oh, voll schön. So, jetzt gehe ich mal runter. Oh, oh, oh. Oh, da bist du ja, Yumi. Schnell, schnell, komm her, komm schnell. Oh, komm, komm, komm schneller. Los, 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 renn. Da siehst du, das ist die Arena von Blütenbox City. Ich glaube, Fadi ist gleich im Fernsehen. Interviewer. Und das war unsere Reportage über die Arena von Blütenbox City. Es folgt eine Ankündigung zur Astronomie-Show, der alle Welt bereits ungeduldig entgegenfiebert. Oh, schon vorbei. Wenn Fadi wirklich im Fernsehen war, dann haben wir ihn leider verpasst. Schade, ich hätte ja mal Bescheid sagen können. Oh ja, ach ja, bevor ich es vergesse, in dieser Stadt wohnt... einer von Fadis Freunden. Professor Birk ist sein Name. Er wohnt gleich nebenan. Schau doch mal bei ihm vorbei und sag Hallo. Habe ich keinen Computer in meinem Zimmer? Das ist das, kann es sein, dass das das erste Pokémon-Spiel ist, in dem man keinen Computer hat? Ich meine, ich habe meine Wii U und meinen Fernseher, aber... Okay... Whatever, warum auch immer ich keinen Computer habe. Das finde ich jetzt sehr, sehr, sehr enttäuschend. Gut. Hier wohnt, glaube ich, Brix, mein Rivale, aber wir gehen schnurstracks, kann ich dir danken, ja, mal ins Pokémon-Labor. Welches natürlich leer ist, wie so oft. Ist also Standard in Pokémon-Spielen. Na du? Hm, du bist der Professor Birk. Der ist leider nicht da. Er arbeitet gerade an einer Feldstudie, weißt du? Was eine Feldstudie ist? Das ist, wenn man ein bestimmtes Phänomen in einer Natur, also nicht in einem Labor, erforscht. Der Professor hat nicht viel für Schreibtischarbeit übrig. Für ihn ist praktische Erfahrung mehr wert als Theorie. Deshalb zieht er ja... Okay, also ich habe verstanden. Wir müssen auf Route 100, 101. Okay, hoffentlich ist Professor Birk dort. Warum auch immer wir ihn unbedingt besuchen sollten. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist ja total süß. Da unten ist ja die Karte. Und kann ich da drauf tippen? Da sieht man meinen Kopf. Jetzt natürlich nicht mehr. Doch, da sieht man meinen Kopf, wo ich gerade bin, im Wurzelheim. Voll süß. Entschuldigung, ich halte es zu sehr. Ich sollte mich ein wenig zusammenreißen. Was sagt ihr denn so? Hey du, hi. Selbst wenn ich dein Nintendo 3DS... Was? Ach so, ja. Ja, Streetpass. Ich bin so ein übelster Streetpass-Suchti. Ich glaube, alle, die mich kennen, wissen das. Ich habe ja schon keine Ahnung, wie viele tausend... Warte mal. Ah, ich kann sogar... Das ist ja geil. Ich kann da sogar schleichen. Oh, ich liebe dieses Spiel jetzt schon so unheimlich. Normalerweise verschanzt sich Professor Birk den ganzen Tag in seinem Labor, um zu forschen. Also, manchmal stürmt er wie von einem Tentantel, okay, gestochen raus in die Wildnis. Wie jetzt? Ist er jetzt nun auf dem Labor oder oft in der Wildnis?
Solange du kein Pokémon hast, ist es da hinten zu gefährlich für dich. Okay, dann gehen wir halt nicht raus. Dann reden wir mal hier mit Brix, seiner Mutter. Oh, hallo, wer bist du denn? Ah, du bist Yume von unserer Nachbarin. Freut mich sehr. Wir haben einen Sohn in deinem Alter. Ich habe gerade Affenstadtalter gelesen. Er freut sich schon drauf, dich kennenzulernen. Ich glaube, er ist oben in seinem Zimmer. Ich hoffe, ihr werdet gute Freunde. Okay, ich gehe mal besuchen. Den Brix, ich hoffe, er heißt noch so, sonst blamier ich mich hier. Das sieht aber auch schick aus. Aber wir sehen cooler aus. Ich freue mich gerade so übelst. Ihr könnt das nicht glauben. Es ist so unglaublich toll. Quietschfidel. Verstaut. Also, Pokémon Quietschfidel Items verstaut. Ich habe das gerade scheiße vorgelesen. Okay, vorgelesen. Okay. Fehlt noch. Was fehlt denn jetzt noch? Hey, wer bist du denn? Du heißt Yume? Ah, jetzt weiß ich's. Ihr seid gerade eben eingezogen, stimmt's? Ich wusste nicht, dass du ein Mädchen bist. Mein Vater, Professor Burke, hat mir erzählt, dass nebenan ein Kind eines Arena-Leiters einzieht. Ah, sein Vater ist Professor Burke? Das habe ich gar nicht mal so in Erinnerung. Irgendwie habe ich automatisch gedacht, du wärst ein Junge. Ich heiße übrigens Brix. Freut mich, dich kennenzulernen, Nachbarin. Und ich habe nur eine Zahnleiste und keine einzelnen Zähne. Aber Moment mal, hast du etwa kein einziges Pokémon, Yume? Hey, wie wäre es? Soll ich eins für dich fangen? Aber nein, Mensch. Hätte ich es vergessen? Ich hätte meinem Vater versprochen... Achso, er hilft ihnen die... Wer guckt? Guckt euch mal den Blick an, sorry. Ich hätte meinem Vater versprochen, ein paar wilde Pokémon für ihn zu fangen. Und ich gucke dabei mega doof. Ein anderes Mal, okay? Können wir ihn jetzt eigentlich beklauen? Oh, guck mal, er hat meine Wii U. Aber auch keinen Rechner. Können wir mal in seinen Notizen stöbern? Kommt 100 Pro im Test vor. Also unbedingt lernen. Pokémon können bis zu 4... Ach ja, das... Ich bin ein eingefleischter Pokémon-Veteran und deshalb weiß ich so etwas natürlich. So, wir können hoffentlich jetzt nach oben. Nachdem wir Brix getroffen haben. Ich kann da hinten jemanden schreien hören. Was soll ich tun? Was soll ich hier tun? Jemand muss doch helfen. Hilfe! Oder Hilfe! Oh, diese Sequenz. Oh, wie geil das aussieht. Hilfe, du da drüben! Hilf mir bitte! Schau in meinen Beutel, da drinnen findest du ein paar Pokébälle. Wie das aussieht. Kann ich irgendwie die Ansicht drehen? Nee, schade. Okay, wir gucken mal in den Beutel. Hallo? Ah, jetzt kommt die schwerste Entscheidung im gesamten Spiel. Und auch eine wichtige Information für euch. Ich habe mich dazu entschlossen, doch keine Nuzlocke-Challenge zu machen. Ich will dieses Spiel normal durchspielen. Ich mache vielleicht später mit Alpha Saphir eine. Mal gucken. Und jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich nehme allerdings nie die Pflanzen-Pokémon. Auch wenn Gekkabur an sich schon cool aussieht, aber ich habe jetzt nicht so einen Faible für Pflanzen-Pokémon. Eigentlich nehme ich immer Flamli. Oh, ich liebe Flamli. Ich meine, guckt es euch doch mal an. Übelst toll. Aber ich glaube, ich nehme diesmal Heatropi. Ich weiß selber nicht, warum. So ein kleiner Lehmhüpfer. Warum nicht? Los, Heatropi, wir nehmen dich. Warum auch immer. Ich finde einfach die Mega-Entwicklung Sumpex total geil. Das sieht so mega bulky aus. Okay, ein wildes Pfiffchen-Erschein. Los, Heatropi. Ach, ich liebe diesen Retro-Look. Und die Umgebung finde ich viel schöner als bei X und Y. Das sieht auch mega cool aus. Und wir können sogar schon Aquaknarre. Na, machen wir das mal. Gibt's immer einen Step drauf. Und zack. Heatropi erhält 24 Erfahrungspunkte. Ich hab so ein bisschen heute. Oh. Ich habe im hohen Gras Pokémon beobachtet, als ich plötzlich von einem angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, aber warte mal. Bist du nicht Normans Tochter, Yume? Ich habe dich erst gar nicht erkannt. Du bist ganz schön groß geworden. Aber das hier ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch bitte in mein Pokémon-Labor. Tut mir leid, jetzt für alle, die enttäuscht sind, weil ich keine Nuzlocke-Challenge mache. Aber keine Sorge, die kommt noch früh genug wieder.
Oh, ich mag ihn. Er hat einen Bart. Na schön, Yumi. Dein Vater hält mich immer für... Was? Mein Vater hält mich immer über dich auf dem Laufenden. Ach so, mein... Oh Gott, ey, ich muss mal wieder lesen lernen. Dein Vater hält mich immer über dich über den Laufenden. Deshalb weiß ich zum Beispiel auch, dass du noch kein eigenes Pokémon hast. Oh Gott, wie ich gerade brülle. Aber dafür hast du dich im Kampf echt gut geschlagen. Tja, in deinen Adern fließt eben das Blut deines Vaters. Ich hab's. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du eben eingesetzt hast. Junge, ihr hält die Tropi. Wirst du deinem Hydrobi gleich einen Spitznamen geben? Ja. Schön, schön. Welcher Spitzname soll es denn sein? So, hier kommt die zweite wichtige Information. Ich wollte eigentlich ein extra Infovideo über alles machen. Es tut mir so leid. Ich habe es irgendwie nicht gemacht. Okay. Fakt ist, ich möchte meine Pokémon nach Zuschauern benennen. Ja, nach Zuschauern benennen. Und aus diesem Grund könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr nach einem Pokémon benannt werden wollt, wie ihr heißen wollt. Es muss ja nicht unbedingt euer Nickname sein. Und ihr könnt auch einige Pokémon nennen, die ihr favorisiert, nach denen ihr benannt werden wollt. Ich werde hier gleich was ganz, ganz, ganz Gemeines machen. Ich werde einer meiner treuesten Zuschauer hier nennen. Ich weiß, dass du gerne ein Quapsel bist, aber ich möchte keinen Quapsel bei mir im Team haben, weil ich mich auch schon für die Truppi entschieden habe. Zwei Wasser-Pokémon wäre halt eins zu viel. Und weil du halt auf Ask.fm der mächtige, schwächtige Schauen bist und auch schon immer nach der Challenge dabei warst, Unterbunder, nenne ich mein Hydrobi Schauen. Ich benenne es nach dir. Tut mir leid, dass du wieder kein Quapsel bist. Du bist bestimmt jetzt wieder sehr enttäuscht. Aber wie gesagt, ich möchte dich gerne im Team haben. Mit dir lässt es sich immer so schön schreiben. Natürlich kommen auch andere Zuschauer dran. Sagt einfach, wenn ihr mit dabei sein wollt. Und dann werde ich mal sehen, was ich tun kann. Okay, Sean. Wenn du dich erstmal mit Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, wirst du bestimmt ein unglaublich guter Trainer. Mein Sohn Prix stellt gerade auf Route 103 Nachforschungen zu verschiedenen Pokémon an. Hast du nicht Lust hinzugehen und zu schauen, wie es bei ihm läuft? Nein. Ja, natürlich haben wir Lust. Großartig. Prix wird sich auch sehr freuen. Von ihm kannst du lernen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Ach ja, wenn du dich verlaufen solltest, dann wirf einen Blick auf die Karte. Das Kartennavi, meine Güte, ich bin schon so alt. Ich kann nicht mehr reden. Deines Pokémon-Dingsi-Navis. Dort kannst du deinen aktuellen Aufenthaltsort überprüfen und nachsehen, wo du 130. Ich weiß selber, wo das ist. Ich habe dieses Spiel schon gespielt, aber das ist noch nicht mal programmiert. Das ist so ein Standardspruch, ich weiß. Okay, falls sich dein Pokémon unterwegs verletzt, nimm es, ja, zu dir nach Hause und gönn ihm etwas Ruhe. Gut. Gibst du mir was? Hey, du? Professor Birk studiert, gibst du mir Pokébälle oder so? Nein, ich mag dich nicht. So, wir reden noch nicht mit Mutti, wir gehen erstmal zu Prix. Da müssen wir ja nicht voll mit Mutti reden. Ich meine, wir sind hier kein Mama-Kind oder so, ne? Wir sind ja voll die erwachsenen Pokémon-Trainer. Die in der Ecke irgendwie hängen bleiben. Epischer Endkampf! Gott, das klingt wirklich ganz schön episch. Ein Wampel! Nein! Hydrobi? Ich meine natürlich Sean. Du weißt, was du zu tun hast. Unterbunder, super-duper, Aquaknoche-Attacke! Oder so. Und, nein! Was? Ich dachte, es wäre ein One-Hit. Das war schon fast ein wenig enttäuschend gerade. Gut, dann halt Aquaknarre. Oh, armes kleines Wampel. Und wir haben ein Level-Up. Schon noch echt Level 6. Gut, schon. Oh, Junge! Willst du kämpfen? Hey, du. Hey, du. Hey, red mit mir. Hey, ich bin neu hier. Wollen wir Freunde sein? Hey, er dreht sich schon mal weg von mir. Sind deine Pokémon müde? Dann bring sie ins Pokémon-Sender. Es gibt eins gleich hier in der, um die Ecke in Rosalenstadt. Ich dachte, die werden Freunde. Oh, Mann. Vielleicht kommen keine müden Pokémon, wenn ich durchs Gras schleiche.
Maul ist das also. Ganz sneaky. Entschuldigung, ich feiere das so. Oh, wir sind... Oh. Hallo. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Ich kenne auf den ersten Blick, dass du ein Trainerin bist. Was? Wieso? Ich finde, ich sehe ziemlich stark aus. Na gut, weil du so ein herzensguter Mensch... Was? Achso, weil er ein herzensguter Mensch ist. Werde ich dir... Was? Gib mir Tipps? Och, bitte nicht. Ich will keine Tipps von dir. Ich weiß doch alles. Ja, das ist ein Pokémon-Supermarkt. Das weiß ich. Er hat mir jetzt einfach als Tipp gegeben, wo der Supermarkt ist. Das klingt ziemlich eigennützig. Ja, du bist so herzensgut. Achso, ja, das ist das Pokémon-Sender. Das weiß ich. Da kann ich meine Pokémon heilen. Ja, das weiß ich. Und meine Pokémon aus der Box holen. Geh weg. Hey, kommt man in die Stadt, wird man gleich von irgendwelchen Leuten hier angequatscht. Das ist eigentlich, wenn ich so laufe? Nee. Lalala. Warte, ich will so laufen. Warte, warte, Leute. Oh yeah. Die Handtasche muss leben. Yeah, yeah. Like a horse. Okay. Wir sind jetzt auf Route 103. Und dort ist auch schon Briggs. Aber mal gucken, was unser kleiner Freund hier sagt. Hey, du. Hey. Wenn du das Schiebepad nur leicht bewegst, kannst du auf Zehenspitzen gehen. Während du dich auf Zehenspitzen fortbewegst, werden Pokémon nicht mehr so leicht auf dich aufmerksam. Oh, also doch so, wie ich dachte. Könnt ihr mal sehen, wie klug ich bin? Okay. Na, reden wir mal mit Briggs. Hey, Briggs. Oh, wo guckt er denn hin? Ich glaube, wir werden Briggs erst anreden in der nächsten Folge. Ich bin ziemlich gemein, ich weiß. Okay, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Wenn es wieder heißt, Yume, let's play Pokémon Omega Rubin, nicht Nuzlocke Challenge. Bye.